Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Grüß euch Gott alle miteinander. Welcome to Freedom. Zur siebten Montagsinfo vor fast ausverkauftem Haus. Steht das da, Satz? Trotzdem Schneetreiben, Schneegestöber und ja, so ein Schneegestöber wirbelt manchmal etwas ein bisschen durcheinander und umso schöner ist, dass ihr alle da seid. Wir haben eine kleine Programmänderung, es gab ja eine Ankündigung in den Medien. Wir haben zwei Gäste heute nicht da, dafür kommt aber vielleicht noch die oder der andere Gast dazu, der nicht auf dem Programm steht. Und zwar darf ich entschuldigen. Nein, entschuldigen darf man es nicht, weil das würde ja voraussetzen, dass Sie schuldig sind. Da winkt jemand. Das gilt der Dame hier. Letzte Reihe, Mitte. Ah, das sind meine Blumen. Wunderbar. Ja. Also, der Herr Roman Pardivi hat angerufen, beziehungsweise hat uns informiert, dass er in Wien steht. Es fahren keine Züge weg. Es ist einiges durcheinander gekommen. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln geht es normalerweise sogar ohne Schnee, aber diesmal haben sie einen Grund. Und der Herr Günther Peham kann uns auch aufgrund einer Schneeverwehung und Wetterturbulenzen heute nicht beehren. Wir werden es aber nachholen. Das heißt, wir sind ja in einem Monat wieder da. Der Vorteil ist, wenn ein Monat genau 28 Tage hat, dann sind die Wochentage und das Datum im nächsten Monat die gleichen. Also für alle, die wieder kommen wollen und werden, am 9. März treffen wir uns wieder. Wir werden auch dann wieder das Thema haben, was wir heute haben, Bildung, weil wir festgestellt haben, wenn man das Übel schon an der Wurzel packen soll, dann muss man bei der Bildung anfangen. Da können wir ja nicht ständig an den Symptomen rumschneidern, sondern wichtig ist, dass man vom Grund auf mal beginnt, Dinge vielleicht zu überdenken. Ich freue mich auch heute wieder, dass wir live on air sind bei Klaus Glatzl in Okitalk. Wer also immer noch kein Okitalker ist, bitte talkt mit Oki, www.okitalk.com. Sie haben alle auf dem Tisch so Zettel, die habe ich heute selber gesagt noch auf Staatskosten gemacht, nein, aber auf Firmenkosten. Da stehen einen Haufen Sachen drauf, unter anderem auch die Sprecher, die heute eingeladen waren, mit Webseite, also einmal die Karin Frank, die wird uns heute dafür sehr ausgiebig und sehr, ja, bildend oder auch inspirierend sehr tiefe Einblicke geben in eine andere Form des Lernens und Wahrnehmens. Die steht da in der Mitte, Permanoricum WordPress, das ist die Karin Frank. Dahinter steht Creality, da könnt ihr alle einsehen, was so mit Potenzialentwicklung, Potenzialforcierung möglich ist und eben der Herr Roman Pardivi kommt dann nächstes Mal, hat uns zumindest zugesagt. Und Wertevoll Leben. Wer letztes Mal da war, weiß, Günther Peham, Wertevoll Leben, der macht das auch schon ziemlich lange. Da kann man also einiges über Bildungsinitiative, Bildungsoffensive einsehen. Ein weiteres Dankeschön an den Roman Michael Reuter, der mit Krypto TV wie immer diese Sendung aufzeichnet und sie dann auch ins Netz stellt. Dazu sei gesagt, wir machen das alles unentgeltlich. Es darf aber wertgeschätzt werden beim Rausgehen. Ich möchte mal Danke sagen an Okitalk und an Krypto TV für die mediale Unterstützung. Es hat wahrscheinlich auch einen Applaus verdient. Weil wir alle hier nicht zusammenkommen könnten, zumindest nicht in dieser Größenordnung, die es mittlerweile angenommen hat, wenn da nach außen hin nicht die Kommunikation auch immer wieder noch da wäre. Und es gibt ja mittlerweile eine Webseite, schaut auch regelmäßig bei montagsinfo.com nach, also ein Wort, montagsinfo.com, da stehen immer die alten Sachen und auch die neuen mit drin. Und was brauchen wir noch? Ja, das ist die montagsinfo.com. Und
diese Zettel bitte mitnehmen. Es geht heute, wie letztes Mal auch schon und das nächste Mal auch, um die Thematik Bildung. Und wir haben uns heute vorgenommen gehabt, mal verschiedene Schulkonzepte und Bildungs- oder alternative Bildungssysteme zu beleuchten, anzuschauen, ob es denn auch andere Ansätze der Menschwerdung gibt, als die bis dato bekannten. Und jetzt möchte ich gerne mal in die Reihe fragen oder in die Runde fragen, sind Lehrer hier, sind Direktoren hier? Also habt ihr den Mut, einfach Hand hoch, Lehrer, ja? Lehrer, ja? Aha, also manche Lehrer werden von hinten angezeigt. Die wissen das aber vorne dann, weil sonst hätten sie nicht lächeln. Der macht das immer so. Ganz wichtig, die Lehrer schneiden ja bei dieser Bildungsdiskussion immer nicht so gut ab, weil ihr seid im Prinzip der Prellbock zwischen, also die Exekutive, wie der Franz Josef Neffe es letzte Mal so schön gesagt hat, die Unterrichtsvollzugsbeamten, die irgendwie an diesem Bildungspotenzial einen Lehrplan abspulen müssen, der von hinten her überwacht wird. Und ich kenne das sehr gut, ich war selber lang auch als Lehrer und Trainer tätig, wo eine Institution, die dem Ganzen drüber steht, drüber wacht, dass die Dinge gemacht werden, die gemacht werden sollen. Ja, und dann sollen wir das jetzt so machen, dass das allen Spaß macht, und wenn es einem selber keinen Spaß macht, hat man, dann machen wir so eine liebe Not damit. Und darum ist es sehr schön, dass Lehrerinnen und Lehrer da sind, weil wir brauchen euch. Wir brauchen Lehrer mit Herz, die auch den Mut haben zu sagen, ja, ich übe einen Lehrplan aus, aber wie ich das mache, das lasse mal meine menschliche Seite tun. Und solange hinten am Ende was rauskommt, was für alle Seiten akzeptabel ist, sollten wir auch uns die Freiheit nehmen, gewisse Wege anders zu gehen oder anders zu beschreiten. Und hallo, schönen guten Abend. Ja, ich habe da vorne ein paar Webseiten aufgedruckt oben. Da ist zum einen mal lernwelt.at, wer den noch nicht kennt, schaut es mal rein, das ist der Peter Schippeck. Auch den hatten wir schon eingeladen, der ist uns aber nochmal ausgekommen, weil er momentan ziemlich busy ist, was das Neudeutsch auch bei Lehrern. Und der Herr Schippeck ist letztendlich der Repräsentant auch vom Gerald Hüther hier in Österreich, den immer mehr Menschen jetzt kennen, vor allem im Schulbereich. Ich zeige euch da noch ein kurzes Video von dem. Dahinter finden wir einen Link zur Leis-Schule. Schetenin sagt vielleicht der einen oder dem anderen schon was. Es gibt ein russisches Bildungskonzept von einem Herrn Schetenin, der Kinder sehr naturverbunden, sehr natürlich und auf der anderen Seite auch wieder so, wie unsere Großeltern noch in Schule gegangen sind oder wie man das von den Waltons kennt. Wer die Waltons noch kennt. Ja, also 4 oder 5 Klassen in einer Klasse, so 30, 40 Schüler von Stöpsel bis Abiturient, alles in einem Raum und die muss man irgendwo untereinander organisieren. Also heterogenes Lerngefüge nennt man sowas auch. Das konnten die Lehrerväter, der Lehrermütter von heute konnten das noch. Heute ein Ding der Unmöglichkeit und trotzdem geht's, wenn man es machen muss und wenn man dazu mehr oder minder gezwungen wird. Und es funktioniert, dass junge Ältere unterrichten und sich dafür von Älteren was abschauen, was sie selber noch nicht so können, und das Ganze in Harmonie funktioniert. Und da gibt es eine Schule in Klagenfurt, die Leis-Schule. Es wird in Salzburg jetzt auch so eine Schule geben, und ich grüße den Gründer, oder wir grüßen den Gründer dieser Schetenin-Schulen oder Leis-Schulen. Das ist einmal der Herr, jetzt muss ich mal schnell nachschauen, den haben wir da aufgeschrieben, der Dieter Graf Neureiter, der ist momentan gerade irgendwo in weiter Ferne und in Salzburg macht es ein Herr Eduard Kahn, der heute zwar nicht kann, aber wir bleiben an ihm dran. Ja, der macht es in Salzburg und das wird sicherlich eine ganz interessante Geschichte, wenn wir den im März oder im April hier begrüßen dürfen, dass er uns mal ein bisschen was erzählt, wie dieses Schetenin-Konzept der Leis-Schule funktioniert. Ein paar weitere Sachen habe ich noch mit drauf, aber du schaut euch einfach ein bisschen um. Da sind die Freilerner dabei, das ist eine organisierte Plattform, die grundsätzlich Homeschooling und freies Lernen unterstützt und promotet. Auch das geht ja. In Österreich gibt es ja nur Unterrichtspflicht und keine Schulpflicht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit des Homeschoolings, die ist in Österreich viel einfacher zu realisieren wie in Deutschland. Und die
Urmutter dieses Homeschooling und Freilernens, das ist diese Joya Maschnik, die steht ein bisschen später nochmal mit Greenwich Net. Die hat jetzt das Grünhexenland irgendwo in Kärnten unten, hat aber dieses Netzwerk gegründet. Also wer jemanden kennt, der mit dem Schulsystem überhaupt nicht mehr klarkommt, also bevor sie anfangen, Pillen zu verabreichen und irgendwelche Substanzen subkutan diesen Patienten, den man Schüler nennt, zu verabreichen, nehmen sie ihn aus der Schule raus. Es könnte sein, dass das ein Lehrer ist, der nicht mehr in die Schule gehen will, aber nur einen kleinen Körper hat. Khalil Gibran hat ja gesagt, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder, vielleicht sind sie unsere Lehrer. Und manche wollen uns was beibringen und nichts beigebracht bekommen. Darüber hinaus ist eine ganz interessante Geschichte, weil meine Frau und ich beschäftigen uns auch sehr lange schon mit Freilernen, wollten vor 3 Jahren auch eine freie Schule in Schering eröffnen. Die wurde uns aber durch höhere Kräfte vereitelt. Ich mag jetzt gar nicht sagen Instanzen, sondern es haben da ein paar Sachen zusammengespielt, dass es noch nicht der Fall ist, weil wir eine andere Form der Schule bekommen werden, wo uns die Karin Frank dann hinführt. Das wird nämlich eine Schule, die aus der Natur heraus entsteht. Und kein Schulhaus und kein Montessori-Spielzimmer, weil meine Frau ist auch Montessori-Pädagogin. Und wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und es gibt zum Beispiel Menschenrechte, die meisten von Ihnen wissen das. Und das Menschenrecht steht über Landesrecht, auch über EU-Recht. Da haben sich die internationalen Konventionen auch darauf geeinigt. Und der Artikel 26 Absatz 3 besagt, dass die Art und Weise des Lernens und Lehrens und der Bildung, die einem Kind angedeiht, in letzter Konsequenz in den Händen der Eltern liegt. Also nochmal, also Artikel 26 Absatz 3 Menschenrechte beruft sich auf die Bestimmung der Art und Weise, wie ein Kind unterrichtet wird, die in letzter Konsequenz bei den Eltern liegt. Also es dürfte keine Polizei geben, die den Eltern die Kinder zurückbringt, wenn sie schwänzen und so weiter, weil in letzter Konsequenz die Eltern sagen, so ist es. Laut Menschenrechte. Die wir allerdings nicht so besonders gut kennen, wie die Bibel und ähnliche Dinge auch. Darum gibt es ja dann wieder Amnesty International, die sich für die einsetzen. Ja, damit wir es ab und zu auch mitbekommen, was da so alles Schönes drinsteht. Weitere Sachen, Kompassschule, wir haben ein paar Lehrer und Direktoren eingeladen, die trauen sich noch nicht ganz so her, aber ich hoffe, dass wenn der Roman dieses Material geschnitten in YouTube platziert, dass man den Schulen oder Schulleitern die Angst nehmen kann, hierher zu kommen, weil Lehrer sind eine ganz besondere Spezies. Ja, Lehrer sind so ein bisschen wie Ärzte. Die müssen ganz stark aufpassen, dass man sie nicht irgendwo sieht, wo man ihnen einen Strick draus drehen könnte. Und wenn immer mehr Lehrer da sind, die sagen, wir machen uns einfach schlau, was es da sonst noch gibt. Es geht ja nicht darum, das Schulsystem zu stürzen oder eine Revolution vom Zaun zu brechen, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, ob veränderte Wesenheiten, veränderte Kinder, veränderte Lebensbedingungen, veränderte Rahmenbedingungen, veränderte mediale und weltliche Bedingungen nicht auch eine Veränderung in der Art der Vermittlung erfordern. Und wenn halt jemand Apps über Apps leichter lernt, dann kann er halt also ein WhatsApp-App haben, wenn er auf eine Viertelstunde was aus dem Handy lernt, was er in 4 Unterrichtseinheiten nicht im Unterricht lernen mag, dann kann man es ihm ja auch anders angedeihen lassen. Also die jungen Menschen von heute haben ein bisschen andere Sensibilität als wir und ich weiß, von was ich spreche, ich bin selber so einer, aber ich bin leider schon 52 Jahre alt und wir haben 50 Jahre, hat mich keiner verstanden, nicht einmal ich selber. Ja, es gibt Menschen, die haben eine andere Sensibilität, andere Wahrnehmung. Und Wahrnehmung hat nichts mit den 5 Sinnen zu tun, sondern geht über die 5 Sinne hinaus. Und man weiß heute, dass es Synästheten gibt, dass Kinder gibt, die bei Tönen Farben sehen und die bei Mathematik plötzlich was riechen, die Gleichungen riechen können, wo ein normaler Verstand sagt, sowas gibt es nicht. Doch, das gibt's. Machen Sie einmal schlau über Synästhesie. Das ist die Verschmelzung von mehreren Sinnen, die im Hirn völlig neue synaptische Gebilde darstellen, wo man einfach sagt,
was, der riecht ein Lied, das gibt's ja gar nicht. Ja doch, das gibt's schon. Vielleicht könnten wir davon lernen, wenn wir nicht sagen, dass das ein Schmarrn ist. Und so müssen wir auch erkennen, dass man heute zum Beispiel in der Bewegung viel schneller gewisse Dinge lernt beim Spazierengehen als beim Stillsitzen. Dass Lernraum auch Freiraum heißen muss. Und wenn ich jemanden habe, der sich gern bewegt, ein Bewegungstier, dann kann der im Stillsitzen nichts aufnehmen. Und wenn jemand gern in die Stille geht, dann kann ich den in der Gegend rumjagen, weil sie da nichts merken kann, weil er einen Orientierungslauf macht. Also diese Individualisierung des zu Vermittelnden auf die Zielgruppe. Ich bin ja Ingenieur und habe auch im Verkauf gearbeitet und da gibt es dieses Customizing. Ja, jedes Produkt wird maßgeschneidert auf einen Klienten, auf einen Kunden. Da gibt es ein Zielgruppenmanagement, Customer Care, dann Customer Optimized System im Computer, überall, was hat der Kunde für Vorlieben, wie muss ich ihm das verkaufen, warum macht man sowas eigentlich nicht in der Schule? Und sagt, na ja, das ist ein wenig sensibler, den kann ich nicht so mit einer lauten Stimme konfrontieren und das ist jemand, der will gefordert werden, der steht gerne an der Tafel, warum gibt es sowas eigentlich nicht? Ne? So Computer-Aided Learning war ja eine Geschichte. Wenn die Kinder und Jugendlichen gerne in diesen elektronischen Medien rumwühlen, sollte man ihnen die Möglichkeit geben, das zu integrieren. Und glauben Sie nicht, dass das nicht gibt. Ich habe Freunde in Australien, die sind teilweise draußen im Outback 200, 500 Meilen auseinander. Da fährt kein Schulbus jeden Tag. Ja, da kommen die mit grauen hohen Schuhen und glatzen wieder heim. Die machen das zu Hause vom Laptop. Online-Tutoring, Fernlernen. Und dann gibt es halt Präsenzphasen, wo die zwei, drei Wochen miteinander in der Schule sind. Man schaut, ob die auch fleißig aufgeklappt haben und dabei waren oder sich nur eingeloggt haben und dann wieder rausgegangen sind zum Bumerang werfen. Ja, das kann man ja nachschauen. Also es funktioniert und auch dort gibt es Ingenieure, Ärzte, Piloten, gescheite Leute mit Zertifikat. Und in Frankreich gibt es nicht einmal eine Unterrichtspflicht. Keine Schulpflicht und keine Unterrichtspflicht und die nehmen es ganz genau, aber die machen gewisse Dinge halt einfach anders. Und wenn wir uns vielleicht dahingehend ein bisschen öffnen, dass es andere Möglichkeiten des Lernens, des Wahrnehmens, des Aufnehmens gibt und dass man vielleicht auch von hinten her was lernen kann und nicht immer in der Reihenfolge, als unsere Großeltern das schon gelernt haben, dann lernen wir möglicherweise ganz andere Mitmenschen kennen, die eben nicht mehr die gleichen Dinge machen wie mir und auch nicht mehr die gleichen Fehler, dafür neue. Und man soll ja immer neue Fehler machen, damit man was lernt. Weil aus Fehlern wird man klug, habe ich gelernt. Wir haben aber ein Bildungssystem, das Fehler rot anstreicht und gemessen an der Menge das Ganze mit einer Zahl von 1 bis 5 respektive 1 bis 6 bewertschätzt. Nur, dass mit einem Sechser oder mit einem Fünfer da gar nicht so gut ausschaust. Und es gibt einfach, kein Mensch ist von sich aus gerne schlecht. Aber es gibt manche Kinder, die sagen, bevor ich mich anstrenge, dass eh nichts bringt, schreibe lieber Kleinfünfer und lerne nichts, weil das kenne ich schon. Und meine Frau und ich arbeiten ja auch therapeutisch, gerade mit Lernproblemen und Blockaden. Viele Kinder bauen in gewissen Phasen ihres Lebens ganz brachial ab, um sich die Nähe ihrer Väter und Mütter zu erzwingen, in Form von Hausaufgabenunterstützung und Nachhilfe. Oder lieber geschimpft wie gar keinen Kontakt. Also die Schule ist auch ein soziales Terrain, das sehr, sehr interessant ist, wenn man sich das aus anderen Aspekten und nicht nur aus der Lernwerkstatt, aus dem Lernwerkstattaspekt her anschaut, sondern mal so, was ist das für ein Abschnitt im Leben eines Menschen? Und da werden wir uns dieses Mal und auch nächstes Mal noch sehr intensiv damit beschäftigen. Und wenn es Ihnen gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie das weitertragen. Und ich habe gelernt, dass man, ja, alles, was man so lernt, dass das nicht immer so stimmt. Auf eines möchte ich noch hinweisen, auf unserer Webseite montagsinfo.com ist der Film Alphabet verlinkt. Wer den noch nicht kennt, ein sehr interessanter Film, der letztendlich auf dem Tenor aufgebaut ist, 98% aller Menschen sind hochbegabt und wenn sie aus der Schule kommen, sind es nur noch zwei. Wo ist es hingekommen?
war ein sehr umstrittener, oder andersrum, ein sehr viel diskutierter Film. Umstritten war nicht, weil er einfach eine Realität wiedergibt, die man sicherlich auch anders darstellen kann, aber der hat das einfach mal so angeschaut. Und wer Kinder oder Enkelkinder hat, den ruft man natürlich auch auf, dahin zu sehen, nicht zuzuschauen, was da so passiert, sondern hinzuschauen, hinzuhören, hinzufühlen, was sie da so tut. Und bei Bedarf auch so ein bisschen Unterstützung zu geben. Also ich war sehr froh gewesen, wenn ihr Oma gehabt hätte oder ein Opa, der hat uns gesagt, hey, boah, scheiß da nix, dann feint da nix. Ja, wir brauchen sowas. Vielleicht kennen Sie ja auch den Song vom Reinhard May, Zeugnistag. Kann ich sehr empfehlen, habe ich aber leider nicht dabei. Ich will Ihnen jetzt noch einen kurzen Film zeigen von Dr. Gerald Hüther, Professor Dr. Gerald Hüther, der mit ein paar Sätzen was zum Bildungssystem sagt. Dann singe ich euch ein Liedchen und dann lade ich Sie ein zu einem sehr, sehr interessanten, tiefgehenden und unterhaltsamen Vortrag von der Karin Frank. So, schauen wir mal, ob wir den Film kriegen. Dankeschön.